Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir wollen in die Krypta gehen, um dort mit Ominous zu sprechen und herauszufinden, was Sebastian genau vorhat mit Anne. Sicherlich nichts Gutes. Also eigentlich will er ja, dass wir den Schmerz von Anne nehmen. Ne? Aber das von Ominous, was die Nachricht von Ominous klang auf jeden Fall nicht gut. Danach haben wir auch noch offen, dass wir Sunbakars Prüfung starten wollen, denn nachdem jetzt Renrock das letzte Buch hat und damit auch weiß, wo der letzte Speicher ist, sollten sie uns auf jeden Fall zustimmen, dass wir Renrock aufhalten müssen. Aber erst im Schatten des Relikts, sprich mit Ominous bei der Katakombe. Es sind nur noch zwei Parallelwege, ne? Auf der einen Seite wohl... Was? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich... Wo ist das denn? Ach, so... Die Katakombe. Ja, da machen wir eine Schnellreise. Okay, da habe ich nicht richtig aufgepasst. Dann werden wir natürlich erst... Ich dachte, die Krypta. Ob es sicher ist, da reinzugehen? Sorry, dann müssen wir doch gerade einen Hardcut machen. Zurückfliegen wir aber, versprochen. Außer die Quest bietet uns das an. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Boah, der Judge-Blick. Ja, weil jetzt direkt am Anfang vom Video 20 Minuten durch die Map fliegen, ist vermutlich für euch auch nicht ganz so spannend. Hallo, Ominous. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht. Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Ja. Es ist meine Schuld. Ich habe mich geirrt. Ich dachte, er hört auf. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Ernsthaft? Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Und das hängt mit dem Relikt zusammen, ja? Eieiei. Ja, das ist das Relikt an unserer Stelle. So stand es auch geschrieben, ne? Besiege die Inferi. Als wir das letzte Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Mhm. Die Katakomben kennen wir ja schon. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorne. In der großen Halle. Scheiße. Komm, Gringo! Komm, Gringo! Ja! Leute. Eieiei. Zuletzt waren hier nicht so viele in Feri. Und keine Spur von Sebastian. Please.
Puh. Warte bitte kurz. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi? Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte, zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und als Erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Sei vorsichtig. Das klappt bestimmt. Danke. Dann kämpfe ich gegen die restlichen Helfer alleine, ja? Schon verstanden. Das waren ganz schön viele. Die schönen Wirbelsäulenkerzen hier. Kennt man auch aus den Filmen. Okay. Weiter geht's. Sehr schön. Sebastian, es ist aus. Hör auf damit. Und er kontrolliert sie jetzt, ja? Muss ich euch hier vorne hin machen oder nach hinten? Liebe Knochen. Ah ja. Da ist Sebastian. Ist das nicht unglaublich? Wow. Und das soll jetzt helfen, Anne zu retten, ja? Oh Mann. Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio-Relikt! Salomon? Das Relikt? Das wirst du wissen! Moment mal. Hä? Was machen wir hier? Komm, Ringo! Komm, Ringo!
Oh mein Gott, was passiert hier bitte gerade? Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ich lasse sie nicht leiden. Havana Kedavra! Oh, Anne. Was hast du getan? Ich muss hier raus. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Er hat seinen Onkel umgebracht. Was? Sebastian, warte! Hab ihn. Was zum Teufel? Ne, damit ist eigentlich ist er ein Fall fürs Ministerium, oder? Ganz ehrlich, er ist Mörder. Holy shit. Puh. Was ist denn?
Was ist? Buch, Artefakt, scheißegal, Junge. Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Ich kann nicht klar denken. Ich muss gehen. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian! Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Damit habe ich gerade abgelehnt, den Zauber zu lernen. Das ist auch gut so. Also den will ich nicht können. Nicht mit ihr. Wir hätten vielleicht alle drei einfach nicht lernen sollen. Nee. Mit der Geschichte, mit der Vorgeschichte auf gar keinen Fall. Ach du Scheiße. Puh. Ich habe mit vielem gerechnet, nicht damit. Wow. Isidoras Haus. Da war das zerstörte Gemälde, ne? Aber es gibt doch noch ein intaktes Gemälde. Warum taucht sie da nicht auf? Oh, es ist so spannend. Ich bin wahnsinnig hinterher jetzt zu diesem einen Story-Knick, der noch fehlt. Den würde ich gern schließen. Aber wow. Also... Nee. Also da konnte ich mit unserem guten Charakter gerade nicht sagen, jeder sollte ihn kennen. Nicht nach dem, was passiert ist. Aua. Aua. Du bist zum Sperr, dieses Mal hab ich... Ein Astronomie-Altar. Bei Nacht sollte der nützlich sein. Ja, das nagt gerade an mir. Das ist krass. So wie ich Amit wow. kenne, war er bestimmt schon mal hier. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Vielleicht auch nicht. Wow, wow, wow. Eidechse. Ich hätte Schlange gesagt. Aber Schlange wäre wahrscheinlich nicht so breit in der Mitte geworden. Hm. Ja, aber wir können doch nicht allen Ernstes jetzt einen auf Isidora machen und Anne den Schmerz nehmen, oder? Jetzt erst recht nicht mehr. Vor allen Dingen, Anne hat bald einfach keinen Bock mehr zu leben, wisst ihr das? Bald könnten wir sie retten und dann sagt Anne, nee, jetzt ist mein Onkel tot, Sebastian ist wahnsinnig geworden. Nee, lass mal stecken, ich will nicht mehr. Es kommt bald noch, wartet mal ab. Okay, wir müssen zur Kartenkammer. Abschütteln, alles mit Sebastian abschütteln. Es geht sich jetzt wieder darum, dass Ranrock weiß, wo der letzte Behälter ist. Da er das Buch dieses Kobolds hat, der die damals für Isidora hergestellt hat. Und wir brauchen jetzt die Erlaubnis der Hüter, um ihn vor Ranrock zu finden. Die müssen uns sagen, wo wir diesen Behälter finden können. Aber da ist der Kartenraum, da unten, unterm Wasser. Puh.
Die Tür haben wir immer noch nicht aufbekommen, ne? Revelio. Das wird wahrscheinlich eines der letzten Rätsel, das wir lösen werden. Ist das verrückt. Ja, aber ich dachte echt, dass damit wäre die Krypta gemeint. Wenn ich das gewusst hätte, wären wir da hingeflogen. Ich verstehe. Die hat ja ein Bein in der Hand. Das habe ich noch nie gesehen. Wow. Da hätten wir jetzt Avada Kedavra lernen können. Trolle instant killen. Wäre schon nice, ne? Muss man sagen. Aber, nee. Nee. Das widerspricht mir jetzt. Da habe ich jetzt eine innere Blockade gehabt. Wir werden Slytherin machen. Wir werden mit der Slytherin. Mit der Slytherin. Wir werden eine Slytherin machen. Wir werden mit ihr alle Zauber lernen. Wir werden mit ihr auch die Todesflüche anwenden. Die Todesflüche. Die verbotenen Flüche. Die unverzeihlichen Flüche. Aber nicht mit ihr hier. Sie ist unser Gryffindor. Die unverzeihlichen Flüche dürfen nicht benutzt werden. Oh, ihr wisst schon. Puh. Sollten wir da nicht auch mal mit dem Professor drüber reden? Ich meine, Sebastian ist einfach ein Mörder. Ich weiß nicht, ob das bei Zauberern vielleicht nicht so schlimm ist. Lass uns nicht gleich den Kopf verlieren. Schon wieder. Eieiei. Hogwarts. Ich finde es extrem beeindruckend, dass hier keine Ladezeit kommt. Weil man kommt hier jetzt ohne Ladezeit rein. Oder? Normalerweise zumindest. Okay. Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Renrock und dem letzten Behältnis erfahren. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Renrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Professor, Sie haben meine Eule erhalten. Renrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godrics Herz. Lodgok. Lodgok und Renrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Renrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Renrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Oh doch. Isidora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die sie gesehen hat, denke ich, dass unsere junge Freundin sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist.
Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. So machen wir's. Triff dich in der Nekariumkammer von San Bakar mit Professor Fick. Puh. Oh yeah. Gleiches Spiel wieder. Wir gehen nach hier. Damit wir nicht nochmal den gleichen Weg zurückfliegen müssen und so weiter und so fort. Und gehen jetzt noch ein bisschen auf Erkundungstour. Leute. Also das mit Sebastian habe ich nicht ganz verdaut. Aber auch schön, dass wir Ranrock als Monster darstellen, weil er seinen Bruder getötet hat. Aber Sebastian seinen Onkel getötet hat. Und wir da nicht so richtig, für mein Empfinden nicht so richtig kritisch gegenarbeiten. Obwohl das auch gar nicht klar geht. Ach Gott, hier oben waren wir gar nicht. Das hat schon bessere Tage erlebt. Hier war ich nicht. Bei der höchstgelegenen Ruine. Nicht schlecht. Man nimmt den Besen, wenn man fliegen kann. Wir nehmen den Leitern, wenn man fliegen kann. Ja, weil man die Leitern nicht benutzen kann, schon klar. Oder darf. Weil man nicht landen darf. Was rede ich gerade für einen Schwachsinn? Lumos. Rebellion. Lumos. Lumos. Gar nicht so knifflig, Merlin. Puh. Ja, aber hier ist kein Schnee, ne? Also die Region hier scheint auch von den Jahreszeiten unberührt zu bleiben. Alles klar. So, da hinten haben wir, wie ist das? Meerwum, irgendwie sowas. Und von da aus gehen wir dann Richtung nächstes Dorf. Und das ist auch gar nicht so weit weg, das ist nämlich schon hier. Bainbrook. Bainbrook ist eine Arbeitersiedlung an der Küste. Dieses Dorf wurde nach dem bedeutenden Haus und der Familie benannt, die in der Nähe wohnten. Im Laufe der Jahre beschäftigte das Haus viele der Einwohner und wurde später zu einem Herrenhaus. Das Herrenhaus ist inzwischen verlassen. Da wollen wir hin. Puh, Sebastian. Hey. Und damit betreten wir jetzt das letzte Gebiet. Marunwem. Ist das verrückt? So, hier ist die Brücke, ne? Genau, da ist die Ruine, da waren wir ja. Gehen wir von hier aus mal zu Fuß. Ups.
Schon wieder, ne? Das ist vermutlich das Herrenhaus. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Stufaufstieg! Und was ist jetzt hier? Eine Quest. Eine Aufgabe. Der Schatz des verfluchten Grabes. Im Keller eines alten Herrenhauses an der südlichen Küste habe ich eine verschlossene Truhe gefunden. Ich sollte sie aufsperren und nachsehen, was sie enthält. Ja, jetzt natürlich riesiger Stilbruch. Da müssen wir wenigstens von vorne reingehen. Ist das hier ein Lager oder ist das hier einfach nur... Ja, komm, fangen wir hier mal an. Hat der Blitz ihn gerade selber getroffen, weil wir ihn beim Wirken des Zaubers den Stab abgenommen haben? Aber leckeres Essen haben sie hier. Zerstörung 1. Was ist das denn hier für ein riesiges Lager schon wieder? Sorry, aber ich kann so Lager hier nicht in der Landschaft rumstehen lassen, oder? Zu greedy. Zu greedy. Wesentlich zu greedy. Bin ich dabei? Habe ich nicht anders verdient. Oh, was hält Merlin für uns bereit? Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ach so, das ist wieder der Schlüssel, ja. Nicht? Un, dos, tres. Da 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 ba ba ba. Und das ist...
I can see you. Revelio. Und das Stress. D-d-d-d-d-d-d. Und das Stress. Lependo. Mhm. Zerbrückungen Merlins kriegen mich nicht klein. Yay. Ich setz mich wieder. Jetzt brauchen wir wieder die Pulse. Schön. Das sollte ich untersuchen. Auch den Unterricht hier mit Geschichte der Zauberei könnten die auch optional viel größer machen. Ach ne. Nee. Wingardium Leviosa. Rechts, links, oben, unten. Macht Sinn. Ja, es ist auch ein bisschen reingeworfen. Ne? Jetzt bin ich doch einfach random irgendwo hingeflogen mit dem Besen, ohne Struktur, ohne Umgucken, ich weiß. Aber es war jetzt zu verlockend, das Lager, und jetzt haben wir das hier gesehen und ja, so kann man sich auch vorarbeiten. Wir werden diesem Video auf jeden Fall nicht, ne? Die Prüfung starten, das sollte klar sein. Keine Ahnung, was so schlimm am Wildern sein soll. Die armen Tiere, die sterben, du Idiot. Komm ran! Weniger in unserer Welt. So ist es. Wobei wir gegen die ja eigentlich auch Avada Kedavra benutzen könnten, ne? Ob wir die jetzt so töten oder mit Avada Kedavra. Just saying. Öffnet die verschlossene Truhe unter dem alten Herrenhaus im Tal.
Hier unten ist eine Florflamme. Schau, wer hier wohnt. Der hat es aber auch ruhig und entspannt. Ne? Schön, dass wir uns sehen. Oh, ist die Seeluft nicht erfrischend? Ach ja, ich weiß es nicht. So richtig wohl fühle ich mich hier nicht. Ein paar Knuddelmuffs. Okay. Wo ist denn der richtige Weg zum Herrenhaus? Hier ist dieser Vorbereich. Du hast Zelt gesehen. Achso, hier. Hier. Achso, natürlich. Ganz pompös kommt man hier so zentral rein. Ich finde Herrenhaus passender. Gleich. Revelio. Jetzt können wir halt wieder einen Besen nehmen und uns hochcheaten. Normalerweise wäre man mit der Kiste hier hochgekommen, ja. Boah, da kommt noch einiges. Hallo Homora, was ist hier drin? Das sieht ganz komisch aus. Wir haben noch schon lange keine Türen mehr, ne? Ein Froggy. Revelio. Was auch immer da gerade passiert, ich weiß es nicht. Schön. Gar nicht mal so schwierig. Oh. Jo, wirklich ganz oben drin, ne? So, und was ist jetzt hier unten drin, bitte? Hallo, Mora. Okay, ich will nicht hier sein. Konfringo! Salianos! Bombarda!
Ja, okay. Gar nicht gruselig. Was? Alicia, warum ist er denn Herr des Hauses? Warum war der noch am Leben? Der war doch in Inferi. Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Aschwinderin besiegt habe. Nicht nur irgendeine, das war schon irgendeine Verrückte, die hier weiter den Typen geliebt hat oder so. Keine Ahnung. What? Wo bin ich denn jetzt? Hinterm Herrenhaus. Okay, ein Shortcut auf den Friedhof hinten hinter. Okay. Aber ich will nochmal rein und ganz gern die Kiste öffnen. Alohomora. Ach nee. Es könnte die Hülle des Verrats sein. Sehr interessant zu sehen, wohin sie führt. Mr. Wuthering, ich kann hören, wie die Inferi, die Tana gerufen hat, näher kommen. Es war mir eine Ehre, als Fluchbrecherin für Gringotts zu arbeiten. Ich hätte merken müssen, dass man Tana nicht mehr trauen kann. Immerhin war sie meine Partnerin. Ich hoffe, Sie vergeben mir, dass ich in dieser Hinsicht versagt habe. Bitte sagen Sie meiner Familie, dass ich im Kampf gefallen bin. Fortan. Ich würde ihr nicht verzeihen. Ich würde ihr, glaube ich, nicht verzeihen. Okay. War ein schöner Ausflug hierhin, oder? Damit wäre das erledigt. Puh. Okay, also ich verstehe das mal so, dass die Fluchbrecherin, also die Beschützerin des Hausherren, versagt hat, zu erkennen, dass man dieser einen Person nicht mehr trauen kann, die daraufhin das Ding hier dann eingenommen hat oder so. You know. Thank you.
Schöne Überraschung. Ja, okay. Also nettes Herrenhaus, nette kleine Nebenbeschäftigung. Sehr schön. Jetzt könnten wir natürlich entweder die Landzunge hier fertig machen. Oder wir gehen Richtung Siedlung. Ich würde vorschlagen, wir gehen Richtung Siedlung. Ach Gott, das ist aber ein sehr kleines Örtchen, oder? Bainburg. Craycroft. Steht da Beach? Beach. Oh je, da will jemand aber die Tourismus-Trommel trommeln lassen, oder? Ja, das heißt, ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Wir werden in der nächsten Aufnahme dann definitiv wahrscheinlich, ich denke mal so rum. So rum, dann nehmen wir das hier mit, dann hier, hier und dann so rum und so durch. Da haben wir alles gesehen. Dann können wir auch das letzte Besenrennen machen. Yay. Ich freue mich. Ein Tagebucheintrag von einem Mitglied der Erschwinderin. Es ist jetzt 2 Wochen her, dass Rookwood mich in dieses verfluchte Anwesen verbannt hat, um als Wachposten zu fungieren. Ich glaube, das soll irgendeine Art von Bestrafung sein. Warum sonst sollte er mich beauftragen, nur mit den Toten als Gesellschaft dieses öde Dorf zu überwachen? Na, seit meiner Ankunft ist mir nicht gelungen, den Durst zu beseitigen, der in den Räumen dieser zu groß geratenen Hütte liegt. Den Dunst, Entschuldigung. Am schlimmsten ist der Keller. Er ist voller Leichen. Sie waren mindestens 1 Jahr lang hier eingeschlossen. Aber seltsamerweise sind sie nicht verwest. Wie sie gestorben sind, weiß ich nicht. Aber je mehr Zeit ich an diesem Ort verbringe, desto seltsamer fühle ich mich. Verkommenheit schleicht sich in meinen Geist. Mehr als einmal habe ich mit dem Gedanken gespielt, schwarze Magie anzuwenden, um die Körper im Keller zum Leben zu erwecken. Um Gesellschaft zu haben oder zum Vergnügen. Vielleicht sollte ich mich jetzt zurückziehen, um darüber nachzudenken. Vielleicht bin ich nicht mehr lange allein. Ach so, deswegen hat sie den Herrn des Anwesens wiederbelebt. Cool. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Bainbrook, finde ich auch. Standuhren. Auch wieder ein schönes Häuschen. Da ist auch eine Nebenaufgabe. Bei einem Schneiderlein. Der ungezogene Junge jagt alles, was glänzt. Klingt nach einem Niffler. Alohomora. Aber könnte auch ein echter, also ein Menschenjunge sein. Oder ein Koboldjunge. Quidditch-Ausrüstungsset, das ist schön. Boah, das muss dir so schön die Ohren frei machen, ne? Okay. Ob er wohl einsam ist? Ah, komm. Hallo? Agnes Coffey. Hallo, Madame. Ist alles in Ordnung? Ich bin außer mir, seit Rococo davongelaufen ist. Mein geliebter Niffler. Als hätte ich es gewusst. Es ist nur ein Niffler. Es tut mir leid, dass Ihr Haustier vermisst wird. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe ihn seit so vielen Jahren. Er ist ein goldiger Gefährte. Neulich bei unserem Morgenspaziergang südlich von hier sind er und ich auf Henriettas Versteck gestoßen. Henrietta soll eine paranoide Einzelgängerin gewesen sein, hat überall im Schloss Fallen aufgestellt, um Diebe von ihren Wertsachen fernzuhalten. Als wir uns näherten, spiegelte sich in der Morgensonne irgendwas im Fenster und ehe ich mich versah, war Rococo weg. Ich mache mir solche Sorgen, aber ich halte lieber Abstand von was auch immer in diesem Haus ist, ganz zu schweigen von den herumlungernden Erschwinderinnen. Rococo. Warum hatte Henrietta das Bedürfnis, ihr Haus so zu schützen?
Henrietta war eine Baroness, die reich heiratete. Mehrere Male. Ihr unermesslicher Reichtum brachte ihr ein Leben voller Argwohn und Vereinsamung ein. Je mehr Reichtümer sie anhäufte, desto mehr fürchtete sie, sie zu verlieren. Daher auch die schrecklichen Fallen im ganzen Versteck. Nicht mal ihre Familie war willens, sie zu entfernen, um an ihr Vermögen zu kommen. Warum holen Sie Rococo nicht selbst zurück? Henriettas Versteck ist an sich schon heimtückisch genug, wenn dann noch diese Erschwinderinnen dazukommen. Ich liebe Rococo, aber mein Leben liebe ich noch mehr. Das ist dann irgendwo vielleicht auch nachvollziehbar. Ich halte Ausschau nach Rococo. Oh, das ist wirklich lieb. Aber bleiben Sie dem Versteck fern. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ihn doch jemand im Versteck findet, soll derjenige reich belohnt werden. Am besten mit Henriettas Schätzen. Sie hat sicher nichts mehr dagegen. Okay, klar. Was verkaufen Sie hier? Was kann ich für Sie tun? Oha, ein zweiter Klamottenshop, aber... Dieses Versteck klingt interessant. Das sollte ich mir ansehen. Für Rococo. Genau, und wir können schön verkaufen, man dann... Man kann nie genug Waren haben, sag ich immer. Genau, und wir können nie genug Inventarplätze haben, sag ich immer. Vielen Dank für den Besuch. Gerne, ich kenne die Musik doch. Hört ihr sie auch? Da hinten ist er, ich glaub's nicht. Die Damen... Was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Oh. But it's not night. Wow. Schön die eigenen Klamotten verbrannt. Gute Leistung. Jo, wir werden aber auf jeden Fall noch einmal hier ein bisschen Geld in den Hut werfen, ne? Ob mehr Instrumente gibt's aber nicht, ne? Gut, finde Henriettas Versteck. Ach, was für ein Zufall. Exakt da wollte ich hin. Zum Erkunden. Da können wir aber noch einmal warten. Genau, nehmen wir den Demigeist mit. Und dann fliegen wir noch einmal ein Stück. Ihr eigenes Kind ist. Jetzt suchen schon die Schüler von Hogwarts für sie. Miss Bickle. Du gehörst mir, Demigeist. Haben wir denn hier auch alle Kisten jetzt eigentlich gefunden? Ist das dann alles erledigt? 3 von 4 Sammlungsdrohnen. Revelio. Ach so, hier. So, dann warten wir jetzt nochmal, weil ich will nicht nachts in die nächste Aufnahme starten. Das ist auch ein bisschen frustrierend. Din 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 din. So, dann fliegen wir jetzt einmal. Ich arbeite daran, und zwar daran zu arbeiten, was? Ich arbeite daran zu arbeiten, dass ich daran arbeite, oder was? Das wird fantastisch. Also, nächste Aufnahme. Wir werden uns hier diese Landzunge ansehen. Und Henriettas Versteck suchen, um Rococo zu retten. Den guten Niffler. Danach geht's dann rüber. Wahrscheinlich gibt's dann das Besenrennen. Und so weiter und so fort. Und hier ist noch eine Merlin-Herausforderung. Fallschaden ist das Spiel auch sehr gnädig, oder? Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Revelio. Ah. Ah.
Okay, das klappt schon mal nicht. Nächster Versuch. Schummeln. Nee. Von wegen. Habt ihr das gesehen? Da wollt ihr nochmal abbauen. Ich glaub's nicht. Ich glaube, es geht los. Jui! So, danke. So, meine Freunde. Und auch meine sehr geehrten Freundinnen natürlich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's hier weiter, wie schön die Sonne gerade aufgeht. Wir werden uns die Landzunge ansehen. Wir werden, da sind ein paar... Achso, das sind Bienen. Das sind überall Bienen hier, diese... Flecken. Wir werden uns die Landzunge ansehen. Wir werden vermutlich das Besenrennen machen und uns dann einmal untenrum hocharbeiten. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Aufnahme steht natürlich ganz im Zentrum von Sebastians Tat gegenüber seinem Onkel. Alles andere vollkommen irrelevant, meiner Meinung nach. Gut, beim nächsten Mal Nifflerrettung, Besenrennen und was war hier unten noch? Irgendeine andere Aufgabe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.